Hallo Leute, hier ist mal wieder der wohl nobelste Rogue Legacy Spieler auf dieser Welt. Meine Wenigkeit, The Last Gamer 50, der hier gerade hobbylos mit einem Hokage auf einem Dummy rumkloppt. Und ja, es ist mal wieder ewig her, seit ich das letzte Mal Rogue Legacy gespielt habe. Wem sage ich das? Das wisst ihr ja alle. Ja. Deshalb spielen wir heute nochmal Rogue Legacy. Hahaha, Logic. Oh ja, kann sein, dass wir ADHS haben. Kann sein. Falscher Knopf. Den haben wir nicht, okay. Ja. Wo war denn hier der Knopf? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ohne große Umwege direkt zu Kida. Nein, nein, nicht Guardbox. Und du auch nicht, böses Skeleton. Genau, ich kann ja den hier und mich dabei selber verletzen. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, ich werde gleich wieder sterben. Aber nicht unbedingt. Ich meine, ich bin hier Hokage mit Vampirismus. Ich kann nicht sterben. Ich meine, Vampirismus. Haha. Haha. Okay, der war schlecht. Aber egal. Ich meine, es war noch nicht mal ein Witz, also von dem her. Ja, Karon, ich hasse dich. Nein, keine Minibosse. Ich will jetzt, ich habe jetzt keine Lust auf Minibosse. Nein. So. Ja, Fail. Aber deine HP hätte ich doch schon gern. Nein. Jetzt bin ich hier doch am Abklappern der Räume. Moment, die Magierin hätte ich gerne und ich auch. Genau. Nix da, Zombie. Es sind bestimmt noch weitere Zombies. Was? So wenig? Das ist ja wohl ein Witz. Du schießt nicht? Okay, du schießt doch. Ich dachte schon, da wäre irgendwas verbuggt. Ich räume jetzt hier einfach mal doch alles leer, weil ich mich hier anstelle wie der letzte Noob. Weil ich der letzte Noob bin in diesem Spiel! Nein. Ich meine, ich bin schlecht, aber jetzt nicht unbedingt so schlecht. Nope. Oh, das finde ich aber nett. Danke, heiliger Schrein der Weisheit. Was? Der war nicht One-Hit? Was? Das war gerade irgendwie schon genial. Nein, du heute nicht Feuermagier. Und das war gerade wieder total noobig. Ich will Kidl. Ich will doch heute gegen Kidl kämpfen und ihn am besten besiegen. Und da Hokage dafür die richtige Klasse ist, weiß ich nicht. Weil, Moment. Ich bin doch gar nicht Hokage. Dumm. Ich meine natürlich der Shinobi. Ich rede hier die ganze Zeit schon vom Hokage, aber wir sind doch noch nicht mal Hokage. Wir sind gerade mal Shinobi. Oh! Wo wir von Kiderisch schon sprechen. Da ist er ja. Okay, ich bin bereit. Ich glaube, mein Spell ist gerade enorm nützlich. Ich muss mir jetzt nur mal vielleicht ein bisschen Mühe mit Ausweichen geben. So, 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 so.
Okay, das geht ja gerade noch. Ach so. Das wiederum nicht mehr. Ah. Huh. Fail! Okay, also ich gehe jetzt mit dem Barbar rein. Bury me with money. Ach, du willst Geld dafür? Nein. Assassine? Ja. Oh, ich bin eine glatzköpfige Frau, okay. Kann ich vielleicht noch irgendwas upgraden? Ich meine, wir kriegen 400. Ich meine, wenn es 300 wären. Hahaha, den Witz hat mal wieder nur ich verstanden. Weil das so schlecht war. Ich glaube, das ist definitiv die falsche Klasse. Aber immerhin mehr HP als ein Shinobi. Und ich habe den Zauber. Der könnte sogar noch nützlich werden. Ich habe nur Glatzköpfe. Ja. Als Trade. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, dann sollte ich besser mal festsetzen hier. Das Miese ist, ich mache viel zu wenig Schaden, wenn ich nicht kritte. Ich krit doch oft genug. Wir hoffen, dass ich Kidia dauerhaft kritte. Ansonsten gewinne ich sicherlich nicht. Nee, nicht meine Fairy Chest, komm. Das ist nicht wert. Ach, hier ist doch noch einer. Das habe ich mir doch gedacht. Da ist der Wald. Ich hätte jetzt das Verlies erwartet. Bin ich ganz offen und ehrlich. Okay, das ist mein Tod. Okay, ich habe sogar noch überlebt. Was mich gerade sogar schon wieder wundert. Nein! Okay, das ist mein Tod. Es ist so ziemlich mein Tod. Nicht wahr, Plinky? Okay, ich werde das Ganze hier festsetzen, höchstwahrscheinlich. Ich kann es probieren, das wird nichts. Ich setze das Ganze einfach fest. Gibt zwar weniger Geld, aber wen interessiert denn so einem Moment bitte schon Geld? So kann man sich ganz einfach töten. Also falls ihr mal Suizid begehen wollt, verwendet diesen Spell. Es wird euch helfen. Glaubt mir. Bin ich mir ganz sicher. Oh, Emmerin ist ein Shinobi? Das wusste ich jetzt nicht. Das kann ja nur was werden, aber... Naja, wer weiß. Vielleicht mit ein paar HP mehr. Yay. Ich bin der Sensenmann. Nicht wahr, Karin? Ich bin der Sensenmann, oder? Das war gerade elegant. Eigentlich drauf? schon wieder falscher Knopf. Ah, ich bin sehr stark. Ach, hier. Ja, das ist so noobig mit den Tasten bei mir. Und ich wollte eigentlich ja festsetzen. Ups. Da habe ich was vergessen. Was? Ich frage das gar nicht.
Ja. Das war gerade fragwürdig. Oh ja. Das ist sowas von mein Tod. Ja. Naja, wenigstens habe ich Geld bekommen dafür, dass ich hier mein Leben riskiert habe. Ah, ich bin tot. Emmerin ist gestorben. Gut, das wäre auch so oder so passiert, aber... Na, kleine Insider. Oh. Demacia! Ja, Jiraiya ist wahnsinnig. Das wissen wir doch alle. Ja. Chick Damage ab. Ach, vergiss es. Mehr Schaden sollte man vielleicht auch noch machen. Ich nehme das Schloss lieber so, wie es schon erkundet ist und werde es einfach immer wieder machen. Ich würde zwar so gut gar kein Geld kriegen, aber... Das ist mir gerade sowas von egal. Ich möchte jetzt Kida schaffen, dass wir hier endlich mal vorankommen im Let's Play. Weil davor gehe ich nicht in den Wald und ich bin schon längst über dem Level für den Wald. Oh ja, ich bin so wahnsinnig. Dieser Gegner existiert nicht mal. Es sind dann auch zwei Kiddos da sein. Jetzt lass ich in Ruhe. Wobei, das hier gefällt mir sogar. Warte, ich habe gerade gekrittet mit dem Barbar. Na gut, solange es nicht mit dem Shinobi war, ist das Spiel in Ordnung. Nebenbei noch alles schön Ninja looten. Muss man machen. Oh, na ja, genau diesen Raum, den habe ich jetzt einfach mal übersehen. Na, ja, der Barbar hat wenigstens mal ein paar Leben. Ich möchte es jetzt mit dem Barbar hier schaffen. Komm schon, Jiraiya. Wirklich. Der Gegner ist nicht echt. Der ist unecht. Fake. Oh, Story. Journal Entry Number 8. From the number of dead adventurers I have passed in this halls, I have come to the following conclusions. First, many did not take enough provisions with them. Okay. I assume many died of hunger. I myself am running low and will have to fight more supplies. Second, many are missing clothes, which explains the pant-wearing zombies. Ich hoffe, man hat's gehört. Third, no one has made it as far as I, since I have passed any corpse in our hour. Hä? Egal. Mit der Sense komme ich da nicht ran. Da brauche ich eine Axt. Das war elegant gezielt, so. Aber kein Zombie-Schnu. Kein Zombie-Schnu. Kein Zombie-Schnu. Gut. Ihr wisst ja, ich mag Zombie-Schnus nicht. Und ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit diesen Kreaturen der Nacht gemacht. Dümmeren Kampfplatz gibt's ja wohl nicht, um gegen Magier zu kämpfen. Oh, hallo, Charon. Ich meine, wir kriegen ja hier gerade sowieso kaum Geld, also. Helios Blessing. Weiß gerade überhaupt nicht mehr, was es bringt. Kann ich holen? Ha? So,
Das war jetzt extrem einfach. Oh, nur eine Ziffernrune, schade. Hätte doch ruhig so was Nettes wie Vampirismus sein können. Gerade richtig mies. Verzieht euch doch alle! Jetzt schön weiter. Und ich falle da jetzt nicht runter, nein. Oh nee, oder ich muss da runter. Womit habe ich das verdient? Womit nur? Womit? Warum spiele ich dieses Spiel eigentlich überhaupt? Warum tue ich das hier alles nur? Warum? Weil ich es kann. Ja. Ohne Schaden zu nehmen. Ich bin doch nicht gut, nein. Bin ich nicht. Ich hoffe mal nur, ich muss da nachher nicht wieder hoch. Nein, 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 da bleibe ich nicht. Da bleibe ich doch nicht freiwillig. Für wen haltet mir ihr mich eigentlich? Wenn ich diese Gegner nur nicht mit 3 Schlägen erledigen müsste. Okay, nur ein Zombie. Kein Zombie-Schnu. Der Bischnu! Ja. Den brauchen wir nämlich nicht. Und ich muss hier hoch. Okay. Ja. Das war so klar. Ich finde den Gegner nicht. Ich mache jetzt ein neues Schloss. Das ist so nobig. Okay. Sie kann weder lesen noch sonst irgendwas, aber. Aber es ist Lucina. Immerhin. Jetzt mal hoffen, dass ich in diesem Schloss hier mehr Glück habe. Weil ich werde dann festsetzen und da wahrscheinlich so lange am Boss rumprobieren, bis ich fertig bin. Ich meine, ihr würdet nicht... Also ist es, glaube ich, okay, wenn ich da dann cutte. Weil das wäre ansonsten wirklich zu nervig. Ich würde einfach jedes Mal einen neuen Held nehmen und nichts anderes als die Leben und Schaden upgraden. Also nichts Neues, Besonderes kaufen. Keine Sorge. Und wenn ich das tue, dann schneide ich es rein, aber... Ich werde so lange immer beim Boss neu anfangen und euch dann meine Tode reinschneiden, wenn ich es denn hinkriege. Und wenn ich den Boss überhaupt finde. So, diese Gegner werden erledigt. Geld mitnehmen. Ich habe zu viel Kraft in meinen Armen. Wie soll das gehen? Kann mir das mal wer erklären? Ich verstehe es nicht. Oh ja, Kida-Kampfmusik, das kann ich erst recht brauchen. Ja, die Haut meiner Zähne. Narwhal! Narwhals, Narwhals! Also ich meine, die Lieder hier haben schon sehr sinnvolle Titel. Auf my teeth. Narwhal, the Dream Outdoors. Okay, das macht jetzt sogar noch irgendwie Sinn. Jetzt hier noch ein paar Kronleuchter kaputt machen. Schöne Inventur zerstören. Hey. Du hast mich getötet. Dafür musst du. Du hast mir Schaden gemacht, dafür musst du sterben. Das wollte ich sagen. Okay. Ich bin tot. Zumindest so gut. Bist du echt?
irgendein Spiel, das die gemacht haben. Ich weiß leider nicht welches. Okay, der Raum ist ja leicht zu überwinden. Ich gehe da mal hier raus, wenn damit keiner ein Problem hat. Oh ja, ein Heilschrein, der kommt jetzt genau richtig. Nur leider viel geheilt hat dieser Heilschrein jetzt auch nicht. Komm schon, wo bist du, Kinder? Ich finde dich nicht. Und jetzt sterbe ich bestimmt auch noch. Warte, ich bin jetzt nicht gestorben. Okay, jetzt bin ich gestorben. Das ist so noobig. Ich möchte es nur Kinder finden. Dann schneide ich euch alles zusammen. Wirklich? Okay, dann darf Tsunade jetzt mal hier ein bisschen suchen. Zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. Jetzt mache ich einen magischen Schaden hoch. Ja. Ich kann mit Bessern werfen. Wie großartig. Ich meine, ich bin zu nah. Ich würde es nur können. Wobei es eigentlich nicht passt, aber egal. Sieht mal wieder super danach aus, als würde ich auf jeden Fall Kida finden. Ah. Lustig. Die Dinger können mich hier nicht treffen. Ha. Soll wieder alle Gegner besiegen. Ja, das geht so bestimmt gut. Mit meinen netten, geradeaus fliegenden Wurfmesserchen. Erstmal raus aus diesem großen Raum. Ja. Ah, hier. Ich bin ein Paladin. Ich bin ein Level 36 Paladin. Du kannst mir nichts anhaben. Warte mal ganz kurz einen Moment. Meine Nase macht wieder Probleme.